Zug mit, präsentiert von der Appenzellerbahnen. Mein heutiger Gast ist sich das Reisen gewöhnt. Als Sportreporter hat er die ganze Welt bereist. Ich freue mich darum ganz fest heute im Zug mit dem Benny Thornherr. Ja, herzlich willkommen, Benny Thornherr. Hallo. Schön, sind Sie da. Haben Sie mir etwas mitgebracht? Jawohl, ich habe noch ein Buch wieder mal geschrieben über das Reisen. Und dann habe ich gedacht, wenn man da schon im Zug reist, ist das die Ideallektüre. Stimmt. Aber zuerst reden wir ein bisschen miteinander, bevor Sie da können, das passt umblättern. Super. In 80 Stationen um die Welt. Sie sind ja viel herumgekommen als Sportjournalist. Wie lange haben Sie jetzt an diesem Buch gehabt? Sind das jetzt die Reisen, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben? Nein, das ist eigentlich wirklich das ganze Leben ist da ein bisschen zusammengefasst. Wobei ich mal viel mehr Reisen hatte, aber einfach so einzelne Geschichten. Also, es hat natürlich noch einen tieferen Sinn dahinter. Also, es geht eigentlich mehr darum, um so Verhaltensweisen der Menschen in diesen verschiedenen Ländern. Da sieht man, es gibt noch andere Arten zu leben als nur. Wenn wir es in der Schweiz machen, und die sind nicht unbedingt schlechter, auch nicht unbedingt besser, einfach anders. Und ja, eigentlich, wie soll ich sagen, das Motto lautet, Reisen bildet. Weil wenn man dann dort war, ist es gleich nur anders, als wenn man nur darüber gehört oder gelesen hat. Wie war es jetzt in China, wo Sie waren, 3 Wochen lang? Also unglaublich interessant, und es war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also, China kommt in diesem Buch auch schon vor? Ja, die grosse Mauer, das ist halt wirklich ein unglaubliches Bauwerk, wahrscheinlich das grösste von der Menschheit. Oder? Und das ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn man dort drum herumläuft und sieht, so weit das Auge reicht und weiss, es geht Tausende von Kilometern so weiter. Jetzt sind Sie ja pensioniert seit ein paar Jahren, seit 4 Jahren. Haben Sie jetzt reisen Sie jetzt anders, wie wenn Sie als Sportjournalist unterwegs waren? Haben Sie wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Anspruch gehabt? Ja, völlig. Natürlich. Jetzt kann ich es geniessen. Als Sportjournalist ist es Arbeit. Also, so bei Fußball, Europacup-Spiel, da kommt man am Dienstagabend an. Da geht man das Training schauen. Am Mittwochmorgen tut man alle Zeitungen konsultieren. Also, heute wird das wahrscheinlich das Internet sein. Und dann kann man zwar in der Stadt noch etwas schnell anschauen, wenn man will, aber mit dem Kopf ist man natürlich dann schon wieder kommentieren, Reizabend. Und darum sieht man eigentlich nur den Flughafen und das Fußballstadion und eventuell noch ein Restaurant, wo man nach dem Match geht. Und sonst nicht viel. Und jetzt kann man natürlich da planen, kann einmal einen Tag, zwei bleiben. Es ist schon natürlich ganz anders und schöner jetzt. Fehlt Ihnen aber ein bisschen die Zeit, wo Sie als Sportreporter unterwegs sind? Nein, alles zu seiner Zeit, finde ich. Es ist auch so, dass es hat sich jetzt so gewandelt. Es gibt viel mehr Fernsehen, es gibt viel mehr Matches, die übertragen werden. Also der Einzelmatch ist nicht mehr so wichtig wie früher. Da schauen auch viel weniger Leute zu als früher. Und das ist natürlich zum, wenn man ich war immer so ein Fleissiger. Und wenn man da dann sich so intensiv vorbereitet, dann ist es schon gut, wenn man denkt, die Vorbereitung lohnt sich, weil es hören einem dann ganz viele Leute zu. Und so einen riesigen Aufwand, wenn man dann weiss, es schaut praktisch niemand zu. Mit der Zeit nagt das dann schon ein bisschen an der Motivation. Also so von Leuten wie mir. Die Jungen rate ich natürlich an, mal machen das, weil wenn man das neu macht, ist das natürlich faszinierend. Man darf ja nicht überlegen, wie viele Leute schauen eigentlich zu. Auch wenn nur einer zuschaut, dann man optimal bedient werden. Und schauen Sie jetzt überhaupt privat noch ab und zu mal ein Match? Oder? Na ja, klar. Das häufig. Ich gehe aber auch mehr noch in die Stadien. Ja. Geniesse es auch dort, dass ich nicht schon 2 Stunden dort bin. Dass ich mal ein Bierchen trinken kann vor einem Match. Alle Sachen, die natürlich als Reporter nicht möglich waren vorher. Aber Sie fühlen sich immer noch fit. Sind Sie immer noch einmal am Morgen noch mit Ihrem Mountainbike unterwegs? Machen Sie das immer noch? Ja, das ist immer noch meine Fitnessübung. Ja, 3 Mal in der Woche kann ich so Strecken, das fängt zu Hause an. Mhm. Und da kann ich auch immer ein bisschen kontrollieren, aufgrund von der Zeit, die ich habe, ob ich fit bin, ob ich nicht schwer geworden bin und so weiter. Ist Ihnen das wichtig? Schauen Sie ein bisschen auf das? Ja, also es ist mir auch viel wohler. Ich habe jetzt bin ich wirklich, sieht man das? Ich bin 8 Kilo leichter als vor einem Jahr und mir ist viel wohler. Also das ist unglaublich. Nützt eigentlich mehr als jedes Training, das Abnehmen. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie mehr trainiert oder weniger gegessen? Ja, ich war tatsächlich in einem Hotel, wo da so entsprechend gekocht hat, dass man wenig gegessen hat, aber gleich keinen Hunger hatte. Und dann war man noch ein bisschen unter Gleichgesinnten und dann noch
ist das eigentlich nicht so ein grosses Problem. Wie ist denn da, wie reagieren die Leute? Ich meine, heute, wo wir reingelaufen sind, man sieht schon ein bisschen die Leute, die schauen am Zug und so, die sehen ja, den Benetton her. Ja, gut, das ist jetzt, muss ich natürlich, sind alle entsetzt vom Schweizer Tourismus. Ich bin auf Bayern gegangen, um die Abmarkus zu machen, also ins Allgäu, wo mich niemand kennt. Ah, gut. Ja. Sehr, sind wir dann bald zu Drogen angekommen? Zu Drogen haben Sie noch einen ganz speziellen Bezug, oder? Ja, lange Zeit bin ich im Stiftungsrat vom Kinderdorf Pestalozzi gsi, 14 Jahre lang. Dabei dürfen wir nur 12, aber wie haben Sie das es hat dann keinen Nachfolger gehabt. Und es steht ja im Gesetz, statt. In der Regel sollte man nach 12 Jahren hören. Ja, ja. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Wenn man prominent ist, wird man immer wieder aufgefordert, irgendetwas Wohltätiges zu tun. Aber das ist immer so oberflächlich. Sackkumpen für die einen und Ostreier anmalen für die anderen. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt nicht jeder Hundsflocken damit, aber etwas richtig. Mhm. Darum habe ich mich dann da engagiert. Und das ist natürlich schön, weil du siehst, greifbar in dem Drogen, dass da etwas läuft. Oder? Das ist nicht abstrakt irgendwo im fernen Afrika gehen die Kinder sehr wahrscheinlich lieber in die Schule, weil wir da gespendet haben, sondern in dem Kinderdorf, da siehst du einfach die tägliche Arbeit, die ja eine Knochenarbeit ist. Oder? Jetzt sieht man, oder? Jetzt sind wir gerade in die Drogen, da heisst, jetzt geht es dann noch wieder. Geht wieder weiter. Jetzt Ihre Frau, die wohnt aber in Lüchigen, in der Ostschweiz, im Rintel. Wie fahren Sie zu ihr hin? Wie haben Sie sich da organisiert? Also das Problem ist eigentlich von mir daheim bis am Bahnhof und vom Bahnhof Altstätte, wo es dann ist, auf Lüchigen. Oder? Also da muss man sich dann immer organisieren, oder mit dem Bus und so. Und es ist eigentlich kein Problem, außer wenn man Zeug hat zum Mitschleppen, Kleider oder was auch immer. Wenn Sie sich organisiert? Gebe ich zu, dort gehe ich halt dann mit dem Auto. Mit dem Auto. Sie kommt auch mit dem Auto, ja, ja. Jetzt in den 3 Wochen, wo Sie in China waren, haben Sie da, sind Sie auch, da auch mit dem Zug gefahren? Haben Sie den Zug können nutzen? Ja, eben. Wir haben einen Hochgeschwindigkeitszug natürlich ausgenutzt, diverse Mal. Ja, ja. Sonst sind wir mit dem Bus unterwegs gewesen, weil dort braucht man natürlich einen chinesischen Reiseführer, nur schon wegen der Sprache, oder? Weil man kann ja nichts lesen und versteht nichts. Und er weiss dann auch, wie man sich mal verhalten will, dass man ein Billett posten und so weiter. Ich grüße wohl, unser Zugbegleiter. Wir müssen das Billett zeigen. Ist gut, danke. Sie fahren ja so viel. Ja, ja, genau. Wir reden aber gerade über das Reisen und er war gerade in China. Sind Sie auch schon mal in China unterwegs? Nein, also Zug fahren mit 300 Stundenkilometern, das ist unglaublich. Ja, wie mit dem Flugzeug. Ja, ist allerdings sind dann auch die Sicherheitsvorkehrungen so mit Gepäckröntgen und so sind dann auch wie im Flughafen. Ja, müssen Sie sich auch anschnallen? Anschnallen haben wir nicht müssen, nein. Nicht. Aber man merkt eigentlich nichts von der Geschwindigkeit, außer wenn man durch Tunnel fährt, gehen einem die Ohren zu, weil irgendwie die Luft zu wenig schnell kann. Zirkulieren. Ich weiß auch nicht, was das für ein Phänomen ist. Ja. Hat es dort auch Zugbegleiter, wo du ein Billett kommst? Ja, ja, hat es auch. Ja, ja, also Gediegen mit Tee schenken zu einem aus und so. Ja, ja. Aber so schön angekleidet sind sie natürlich nicht. Muss ich also sagen. Gut, vielen Dank. Eiko, haben Sie auch noch Fragen? Bin ich durch? Ja, also wenn Sie schon mal da, wie sieht es denn aus mit dem FC St. Gallen? Sie mit dem, Ihrem alten Arbeitskollegen? Ja, sicher. Ich bin ja sogar Aktionär. Ich habe eine Aktie geschenkt über auf dem Matthias Hüb. Dann habe ich natürlich nicht Lumpen lassen. Da geht noch 9 zusätzliche Aktien gekauft. Und seit ich Aktionär bin, ist eine richtige Siegesserie in Gang gekommen. Also ist unglaublich. Wobei, ich sehe es wirklich sehr positiv. Die haben so eine junge Mannschaft, die schon voll konkurrenzfähig ist. Wenn andere Mannschaften tun, für den einen oder den anderen Match wegen Verletzungen ihre Verteidigung verjüngen, dann ist die sofort völlig schlechter. Und die Verteidigung von St. Gallen ist jünger als alle anderen und sind bereits gleich gut. Also echt, ich sehe da eine rosige Zukunft. Ich sehe, wir hören von Ihnen auch mal ein Hopp St. Gallen, wie wir heute am Schluss. Ja gut, den Dialekt habe ich natürlich nicht. Und, man soll ja nicht da probieren. Das ist wie die Deutschen, die Grützi, Grützi sagen. Die sind so ein bisschen unsympathisch. Und darum wollte ich eigentlich jetzt auch nicht St. Gallen Dialekt anstimmen. Aber die Sympathien gehören natürlich meinem langjährigen Kollegen und seinem Verein. Das ist klar. So genau ist auch am besten. Dankeschön. Danke schön. Danke auch. Gute Fahrt. Ja, danke vielmals.
Aber sind Sie bei dir mal gleich noch im Stadion da zu Ja, ja, natürlich. Ja? Ja, ja. Also die Zeit nehmen Sie sich immer noch. Also einmal Sportreporter, da bleibt ja, irgendwie. Ja, zum guten Glück. Also ich habe aber andere Beispiele von einigen, die Sportreporter gewesen sind und dann werden sie pensioniert oder hören auf und nachher sagen sie, ja, weißt, das interessiert mich alles nicht mehr und das ist sowieso alles nur noch Geldsache oder sind alle tobt und so. Und das tut mir am nichts. Also das tut mir das Herz fast weh, dass jemand sich für Sport noch interessiert hat, um sich irgendwie beruflich profilieren und das gar nicht geliebt hat. Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mhm. Haben die das ganze Leben lang etwas gemacht, was eigentlich gar nicht so gut gefunden haben. Das finde ich schrecklich. Nein, ich gehe natürlich immer noch gleich viele Matches schauen, wenn ich kommentiert habe. Und im Übrigen nicht nur Fußball, sondern auch einen Haufen anderes. Und schaue natürlich auch im Fernsehen, Leichtathletik, WM, eidgenössische Schwingfest bin ich natürlich auch schauen und so weiter. Nein, einmal Sportfan, immer Sportfan. Ich kann wirklich mein Hobby zum Beruf machen. Mhm. Und jetzt, was nicht mehr Beruf ist, ist es aber immer noch mein Hobby. Und ich kann mich nicht irgendwie wie von einem früheren Leben abwenden oder so, sondern es bin immer noch ich. Haben Sie denn schon als kleiner Bub Sport gern kann Sport gern geschaut? Ja, ich bin klein gewachsen, ich war nicht gut im Sport, also im Turnen. Sind Sie nicht der, den man als erstes ausgewählt hat für die Mannschaft? Nein, meistens eher als Letzter oder Vorletzter. Ja. Und ich war auch nicht besonders talentiert. Aber zu Winterthur hat es fast nichts anderes gegeben als der FC Winterthur. Und dann ist mir der geschaut. Und so bin ich dann eigentlich via Fernsehen bin ich dann eigentlich zum Sport gekommen. Dann hat es mich aber immer mehr interessiert, über das rein lokalpatriotische aus. Und so bin ich dann eigentlich ein bisschen reingerutscht. Viele, die so Sportkommentatoren werden, erzählen, dass sie schon als kleiner Bub mit dem Mikrofon das geübt haben. Haben sie das auch gemacht? Dass sie so Match kommentiert haben? Ja, das habe ich auch gemacht. Wobei, je weiter die Zeit weg ist, desto mehr habe ich das angeblich gemacht. Also, ja. Das ist so eine Legende, die sich tut, verstärken. Aber es war wirklich so, gewesen, dass auf dem Pausenplatz ein Kollege geschüttet hat, habe ich es kommentiert. Das ist tatsächlich so. Eben, das hört man nämlich von jemandem alleine, dass da wirklich schon ein bisschen Blut ist, dass man das schon merkt. Es gibt noch einen bösen Spruch, der lautet da drin, also die Fußballreporter, die tönen wie kleine Buben, die den gleichen Tönen, sie sagen, erwachsen. Ist auch kein Wunder, weil genau so haben sie nämlich auch angefangen. Also da haben sie dann einmal auch Bändchen sich selber einmal aufgenommen? Ja, wobei Tonbänder sind eben zu meiner Jugendzeit auch noch etwas Seltenes gewesen. Ja, stimmt. Und als ich dann mal eins auslehnen vom Grossvater, dort habe ich dann, aber dort bin ich einfach am Tisch gehockt und habe auswendig irgendwelche Matches erfunden. Jetzt, wenn Sie so auf Ihre Zeit als Sportreporter zurückschauen, ich nehme an, da ist auch vieles drin in dem Buch, das Sie jetzt mir da mitgebracht haben. Ja, natürlich, die Hälfte von der Reise, die ich da gemacht habe, also, ich habe natürlich mehr als 80 Stationen, aber das ist natürlich in Anlehnung an Jules Verne, oder in 80 Tagen um die Welt, jetzt sind 80 Stationen um die Welt. Aha. Und etwa mehr als die Hälfte von dem sind natürlich auf Kosten von der SRG, also sind im Rahmen von Reisen, Olympischen Spielen, Fußball-Länderspielen, Fußball-Weltmeisterschaften und so gewesen. Gibt es einen Ort, wo Sie gerne wieder zurück? Ja, ganz einen Haufen. Ja, ich habe natürlich vor allem die gewählt. Also blöderweise liegen die alle so weit weg. Hawaii zum Beispiel, meine Traumdestination. Ja. Oder Sydney, eben Australien oder sogar Tasmanien. Das ist dann noch zu unterst Australien. Aber planen Sie schon etwas jetzt? London ist natürlich eine Stadt, die immer wieder gerne hingehe. Ja, ich plane laufend so etwas, wobei ich eigentlich immer gerne noch in einem Team, wo ich noch nie war. Weil ich eben mal anfangen, meine Länder zu zählen, wo ich schon war. Und ich bin im Moment auf 95. Also Sie wollen auf 100 kommen? Auf 100, ja. Und das am einfachsten zum Ländersammeln sind Kreuzfahrten in der Karibik. Weil da landest du jeden Tag wieder in einem anderen Land. Stimmt. Und dort kannst du relativ schnell wieder zwei, drei Striche machen. Ja, schön haben Sie die Reise heute mit uns gemacht und sind mit uns mitgefahren. Im Zug mit dem Benny Turner. Es war sehr spannend. Danke für das Gespräch. Und wir sind gespannt, welches Buch das als nächstes rauskommt. Danke vielmals. Danke auch. Danke Benny vielmals. Turner, danke. Alles gut. Schön, sind Sie da gewesen. Im Zug mit, präsentiert von der Appenzeller Bahnen.